willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Wir gucken uns heute einen Menzi-Trailer an. Was das genau ist, müssen wir uns jetzt mal anschauen, denn so einen Trailer kenne ich nicht. Habe ich zumindest bei uns noch nicht gesehen in Deutschland. Und wir gehen mal schwer davon aus, dass der in Italien rumschippert. Wie komme ich darauf? Weil hier alles auf Italienisch ist, ne? So. Und was kann man hier machen? Man hat auf alle Fälle 5 Kammern. Da kann man was lagern. Man mag es kaum glauben. Und hier haben wir einen Arm, den kann man ausfahren. Und ja, man kann also hier nichts irgendwie separat irgendwie rauslassen. Deshalb gehe ich mal schwerer Annahme von aus, dass das wie bei so einem Mähdrescher ist. Er fährt Mais oder anderes Gedöns, Weizen zum Bleistift und ist dann hier gelagert und dann fährt das aus und dann kann man das hier rausschütten, wenn hier so eine Mulde wäre hier, ne? So zum Beispiel, ne? So kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Wer es weiß, das kann kommentieren, wie so ein Trailer heißt, was man da machen kann, aber davon werden wir schwer ausgehen. Und wir gucken dann einfach mal in den Frachten, was da so hinterlegt ist. So, was hier wird denn hier alles? Wir haben 2 Varianten. Ich klopfe hier vorne mal einen LKW dran. Warum tue ich das? Weil dieser Trailer hier gibt es in 2 Varianten. Einmal in dieser hier und dann in der hier. Das heißt, der Trailer wird nochmal ein bisschen länger. Genau. Er hat dann hier sogar noch eine größere Box hier. Genau. Und wirkt halt ein bisschen voluminöser. Ob man da jetzt mehr Kubik reinladen kann oder mehr Fracht laden kann, müsste man sich dementsprechend anschauen. So, wir haben 3 Achsen. Eine ist geliftet, die anderen 2 würden hier bei dem hier sogar mitlenken. Das sieht man an den gelben Punkten hier, ne? Und der dritte ist dann einfach ganz normal Liftachsen. Ich bleibe aber erstmal beim Kleinen. Wir haben auch Skins mit dabei. Das kann man sogar hier nochmal ändern. Das wäre unten das Chassis, finde ich ganz cool, dass man das mit ändern kann. Das würde dann so aussehen. Was haben wir hier noch? Fanin? Keine Ahnung. Ferrero? Okay. Quartal, Extra, Zoe. Dann einfach weiß. Und Paintjob. Paintjob ist, glaube ich, klar wie Kloßbrühe. Kannst du dann hier selber skinnen, wenn man das möchte. Das funktioniert ansonsten hier ganz normal. Das machen, worauf man hier Bock hat. So, gibt auch ein paar andere Punkte. Die schauen wir uns natürlich an. LKW machen wir mal weg. Fangen wir vorne an. Da gibt es nichts. Doch hier die Leiter, die bleibt. Wir haben hier unten noch die Möglichkeit, einen Seitenschutz dran zu bauen. Oder einen Ersatzreifen, je nachdem, worauf man hier Bock hat. Was haben wir da noch? Hier haben wir Exklusivlampen. Das wäre dann hier. Das wäre der Standard. Standard sind dann diese Lampen hier. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr die noch nehmt, habt ihr die noch on top. Ich hoffe, auf der anderen Seite auch. Yep, da sind sie. Coole Sache. Gut, nehmen wir mit. Dann haben wir noch Elite oder Weiß. Die nehmen wir auch mit. Passt. Und hier auch nochmal Chromebox, Palettenkasten, je nachdem, was ihr hier wollt. Dann hier auch nochmal ein... Ach, das ist ein Dieselaggregat. Ach, guck mal, für was brauche ich sowas? Für was brauchen wir ein Dieselaggregat? Ah, na klar, logisch. Um das vielleicht hier anzutreiben, die ganze durch die Pumpe, dass es quasi nach oben saugt oder... Oder wie auch immer. Gehe ich jetzt mal davon aus. Lassen wir einfach mal so. So, dann oben haben wir noch das Banner hinten. Also das A, das D und das A und D Plus, glaube ich. Das gibt es, glaube ich, nur für Italien, meine ich. Ne? Kühler haben das sehr oft dran. Das ist, wenn man Lebensmittel fährt, oder? Wie war das? So ganz aus dem Schirm habe ich das jetzt nicht mehr. Ich wusste früher mal, aber das ist irgendwie verflogen. Also wer weiß, darf auch gerne hier das kommentieren. Ist immer gut, wenn ihr zu Hause auch ein bisschen Erfahrung mitbringt, denn wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Denn was ist das für ein Trailer und was bedeuten diese Zeichen? Immer eine coole Sache, wenn man hier ein bisschen einen Bildungsauftrag macht. Ne? So, wir haben noch exklusiv hier lackiert oder Standard. Und hier haben wir noch den Schmutzlappen. So oder so. Wir nehmen natürlich die Menzi-Trailer. Und dann sieht es eigentlich ganz schnieke aus, das Ganze hier. So, wir bestellen das mal. Kaufen. Ja, kaufen. Wenn, ich will mal ganz kurz nochmal schauen, ob man hier bei dem großen, also bei dem Big-Trailer, ob hier irgendwas anderes noch mit dabei ist. Ne? Also andere Skins. Andere Skins sind nicht mehr dabei, okay. Ansonsten, das bleibt gleich, das bleibt ganz kurz durchklicken hier, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Dann heißt es wieder, hast du übersehen, mein Freund? Nee, sieht gut aus, nee, passt. Okay, passt, nee, alles klar, dann würde ich sagen, locken wir das so ein, schauen uns die Fracht an und gucken mal, was der Trailer so kann. So, Trailer dran, schauen wir mal, was hier alles so mit dabei ist. Also, Trailerkabel ist, glaube ich, klar wie Kloßbrühe. Wir haben hier noch, ich mach's mal mit der Flycam, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, das Ganze hier. Hier haben wir die ganzen Reflexionsgedöns mit dabei, hier, die sind hier unten verbaut. Wir haben hier noch... Menzi, überall das Menzi-Logo dran. Ich könnte vielleicht hier noch andere Reifen dran bauen, denn das ist mir ein bisschen zu mau. Ja, aber gut, ist was anderes wieder. Hier wieder auch italienisch. Hier der Dieselmotor. Da kippt man den Diesel rein und hier kommt der Auspuff für den Diesel. Ja. Das ist quasi der Tank hier, ne? Der Dieseltank. Und da ist dann der Motor. Hinten das Licht. Und dann sieht der Hobel aus, wie er aussieht. Jetzt will ich aber trotzdem mal gucken. Kann man hier nichts machen. Ist nichts animiert oder so, oder? Ich mach mal. Gut, wir haben hier. Ja.
bleibt alles, das bleibt alles so wie es ist. Gut, dann nehmen wir es wieder mit. Liftachse ist mit dabei. Und dann machen wir jetzt einfach mal einen Lichttest und schauen uns die Fracht dazu an. So, Lichttest. Also, Standlicht, Abblendlicht. Wir machen alles an hier. Wir haben hier Positionsleuchten vorne. An der Seite haben wir schon erwähnt. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön vorne. Dann haben wir hinten nochmal. Ich fahre mal ein Stück nach draußen. Finde ich ganz spannend, weil so einen Trailer haben wir nämlich noch nicht im Spiel. Finde ich ganz cool. Das ist für mich immer sehr, sehr spannend hier. Ne? Bremse, Blinker, alles mit dabei. Sieht auch ganz cool aus. Blinken tut ihm nichts. Ne, passt. Ja, sein können. Oh, ganz cool. Coole Sache. Also, Trailer funktioniert. Sieht schick aus. Macht was her. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen mal rein in den Frachtmarkt. Schauen, was es so zu fahren gibt bei der Kiste. So, wie schon angedacht, wir haben hier Gerste, wir haben Kunststoff, Granulat, Roggen, Weizen, alles da, Sand, Zement, Sägespäne. Also man kann hier alles so bröseliges Gedöns kann man hier mit dem Zeug fahren, mit dem Trailer und dann einfach ganz normal dann rauslassen anhand des Armes hier, so nenne ich es einfach mal. Ne? Coole Sache, also ich finde ein cooler Trailer, bestimmt irgendwo aus Italien hergezaubert, die Bude hier, finde ich sehr, sehr spannend. Mal wieder was anderes, finde ich schnieke. Aber wie der Trailer genau heißt, ihr dürft es gerne kommentieren. Ne? Also falls ihr da was wisst, dann raus mit den Informationen. Ihr wisst, Bildungsauftrag, das ist unser Motto hier. Denn die Jugend muss noch was lernen. Ich natürlich auch, denn ich weiß es nämlich nicht. Im diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, dann raus damit. Ansonsten will man einen Däumeling da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch immer knatterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.